Ha, Technik war ich gleich zu schnell. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Und ich muss sagen, der Ausblick von hier ist wirklich unheimlich imposant. Also diese Architektur, diese Location, das ist ein absolutes Upgrade für die CXI. Ich bin heute hier zusammen mit Markus. Wir berichten euch über den Rebranding-Prozess von OMR. Wie Julia schon vorgestellt hat, ich bin Falco, ich stehe hier heute als Vertreter für das Team von Arndt Benedikt. Arndt Benedikt aus Frankfurt am Main. Wir sind eine Agentur für designorientiertes Branding und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir sagen, wir schaffen Beziehungen. Wir bringen Menschen, Produkte und Dienstleistungen zusammen. Wir helfen unseren AuftraggeberInnen dabei, ihre Geschichte zu entwickeln, diese visuell umzusetzen, zu visualisieren, so zu inspirieren für zur Förderung der internen Kultur und zur Stärkung der externen Kommunikation. Und wie die Ergebnisse von solchen Prozessen bei uns aussehen, zeige ich euch hier nochmal in einem schnellen, anderthalbminütigen Showreel mit unseren Best of Practices Film ab. Danke, danke. Es war jetzt eine kurze Vorstellung unserer Agentur. Hier unsere Webseite, die einschlägigen Social-Media-Kanälen, da kann man sich gerne noch weiter darüber informieren. Wir wollen heute lieber noch mehr Zeit für unser Projekt nutzen und damit übergebe ich an meinen Freund Markus. Dankeschön, Falco. Danke, Falco, danke, Julia. Wie Julia schon meinte, mein Name ist Markus, ich bin seit 5,5 Jahren bei OMR tätig, leite bei uns das Brand Experience Team. Aufregender Name und aufregende Aufgabe. Wir verantworten die gesamte Außenwirkung, das Markenerlebnis der Marke OMR und den Produktmarken und haben zusammen mit Falco eine kleine Herausforderung gehabt die letzten Jahre, zu denen wir gleich kommen. Vielleicht vorweg, weil es mich tatsächlich interessiert, wer hier im Saal die Marke OMR kennt. Ich kann kurz die Hand heben. Ah, das ist schön. Ja, doch einige. Wer kennt das OMR Festival oder hat schon mal davon gehört? Okay, das spiegelt ziemlich genau unsere Zielgruppe wider. Die meisten Leute kennen OMR nach wie vor über das OMR-Festival, das einmal im Jahr stattfindet. Mittlerweile ist OMR aber eigentlich viel mehr als das und es war auch nie so geplant, dass das so wird, dass das Festival so im Vordergrund steht. Deswegen ein kleiner Sprung zurück. OMR wurde 2011 gegründet von unserem Gründer Philipp Westermeier, damals mit dem Ziel, mit OMR.com eine Plattform zu schaffen für alle Infos und Wissen rund um Online- und Digital-Marketing, weil das damals angesagt war. Und nach ungefähr 8 Monaten hat er gemerkt, das klappt irgendwie nicht so gut und hatte die Idee, ein Live-Event, eine kleine Konferenz ins Leben zu rufen, um das Produkt ein bisschen zu promoten und die Zielgruppe besser kennenzulernen. Das war so ein bisschen der Grundstein für das OMR-Festival, was es heute ist. Es gibt auch noch viel mehr. Wir sind mittlerweile über 400 Mitarbeiter festangestellt in Hamburg, haben 12 Submarken mit 30 Produkten in ganz vielen verschiedenen Bereichen, was auch so ein bisschen das Kern unseres Problems war. Wir haben mit Podstars eine Marke, die über 180 Podcast-Formate produziert und vermarktet. Wir haben mit OMR Education ein eigenes Weiterbildungsprogramm, mit OMR Reviews eine Softwarebewertungsplattform, mit OMR Jobs ein eigenes Jobportal, mit OMR Originals eine Dokumentationsproduktionsfirma. Also es geht in alle Richtungen
und ist sehr, sehr, sehr schnell gewachsen. Und das bringt uns auch so ein bisschen zum Problem, zu dem wir gleich kommen, was dadurch damit einherging. Trotzdem ist natürlich das Festival nach wie vor unser Steckenpferd. Es gibt natürlich als Brand fast nichts Schöneres, als wenn man 2 Tage im Jahr hat, wo man komplett ausrasten kann, was Markenpräsentation angeht. Und das ist das Festival für uns. Julia hat schon gesagt, das war jetzt gerade ganz frisch letzte Woche, Dienstag, Mittwoch in Hamburg, also entschuldigt meine Augenringe, ist heute mein erster beruflicher Einsatz seitdem. Aber wie gesagt, das ist ein Riesending geworden in den letzten Jahren. Wir haben mit über 200.000 Quadratmetern Fläche die größte derartige Veranstaltung in Deutschland, 12.000 Mitarbeitende, jetzt um die 70.000 Besucher jedes Jahr. Das ist sehr, sehr schnell gewachsen und deswegen natürlich weiter super wichtig für uns. Auch was jetzt die digitalen Kennzahlen, die natürlich viele Leute hier wahrscheinlich interessieren, angehen, ist natürlich auch das, Besucherentwicklung. Genau, das zuerst, das ist nämlich auch spannend zu sehen. 2011 hat die erste Konferenz gestartet, damals noch Online-Marketing-Konferenz mit 150 Besuchern und Besucherinnen. Lustigerweise in Hamburg, auch in einer Hochschule, deswegen habe ich mich hier direkt zu Hause gefühlt. Und sind dann stetig gewachsen und hatten von 2015 auf 2016 den großen Sprung in Besucherzahlen, weil wir da dann final auf die Hamburg Messe gezogen sind. Das heißt, wir hatten auf einmal Riesenfläche, Riesenhallen und konnten ein bisschen mehr Leute einladen. Das ging dann stetig weiter bis 2022, 2023, wo wir dann bei 70.000 Besucherinnen irgendwann mal einen Cut gezogen haben, bewusst, weil wir gesagt haben, das Ding ist uns selbst ein bisschen über die Ohren gewachsen und wir wollen erstmal das glattziehen, was wir da auf die Beine stellen und nicht direkt immer weiter wachsen. Und so transparent wollen wir auch sein. Ganz frische Zahlen von letzter Woche haben wir das erste Mal einen Rückschritt bei den Besuchern und Besucherinnen. Das ist aber für uns überhaupt nicht negativ zu verorten. Das hat einen ganz kleinen Grund. Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal in der OMR-Geschichte auf jegliche Rabattaktionen auf Ticketpreise verzichtet und dadurch natürlich ein paar Tickets weniger verkauft, aber hat dem Festival nicht negativ abgetan. Und was ich erst einleiten wollte, Thema digitale Kennzahlen, für uns natürlich das Wichtigste, Media Reach, haben es auch da zum Glück geschafft, in den letzten Jahren weiter zu wachsen, hatten letztes Jahr mit 5 Milliarden Medienkontakten für uns schon einen absoluten Rekord, der jetzt, kam jetzt ganz frisch von gestern rein, nochmal getoppt werden konnte mit 8,7 Milliarden Kontakten. Dafür gibt es jetzt dieses Jahr, letzte Woche, auch einen ganz klaren Grund. Wir hatten einige Speaker und SpeakerInnen auf der Bühne, die einfach in dem Social Media Bereich extrem viel Reichweite haben, extrem Bass erzeugen können. Vorneweg als Headlinerin Kim Kardashian. Als ich letzten Dienstag neben der Bühne stand, als sie auf die Hauptbühne gegangen ist und anmoderiert wurde, da passen bei uns ungefähr 10.000 Leute rein. Da habe ich wirklich 10.000 Handys gesehen und habe da das erste Mal verstanden, woher diese Zahlen eigentlich kommen. Wir haben dafür die richtige Zielgruppe. Für die Leute, die es nicht können, will ich jetzt ähnlich wie Falco orientiert in ihm ein kleines buntes Filmchen zeigen. Ich habe eigentlich bis zur letzten Minute gehofft, ich kann euch ganz frisch das Aftermovie von dem Festival von letzter Woche zeigen. Mein Team hat es mir eigentlich gestern Abend noch zugesichert, aber die besagte Headlinerin Kim Kardashian hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht heute Nacht, weil sie ihre Szenen nicht freigegeben hat, weil sie damit nicht happy ist. Deswegen müsst ihr euch mit dem Video von 2023 zufrieden geben. Das ist nicht weniger schlecht, das transportiert, glaube ich, ganz gut, was wir versuchen da zu vermitteln. In dem Sinne... OMR an diesen Tagen einer der wichtigsten Orte für alle, die mit dem Internet zu tun haben. Grandios, muss ganz ehrlich sagen, wie man das auf die Beine gestellt hat. I mean, it was wonderful. My hands are still very sweaty. Definitely the best I've ever seen, actually. So, thank you. Bin ich schon drin? Dieses Event hier oben looks like a very well put together. It's obviously huge. Über 70.000 Leute. Die OMR schafft es, eine Weltstadt wie Hamburg wirklich lahmzulegen. Ich feiere es so hart. The OMR stage was massive. Mix der Speaker, sensationell. Hier kann alles passieren.
OMR 24 ist offensichtlich schon vorbei, aber OMR 25 steht ja so gut wie vor der Tür. Kann ich nur jedem objektiv empfehlen, sich das mal anzugucken. Ich finde es auch nach vielen Jahren immer noch lustig, wenn ich abends im Moshpit bei KIZ dieselben Polohemdträger sehe, die morgens noch mit offener LinkedIn-App vor der Bühne saßen. Das ist ein schöner Clash der Kulturen. Das Video zeigt eigentlich auch ganz gut, warum es OMR Festival heißt. Bei uns intern ist das Wort Messe strengstens verboten. Wir haben 2015 auf 2016 das irgendwann geswitcht von der Konferenz aufs Festival, weil wir damals schon gemerkt haben, die Leute haben eigentlich nicht mehr so viel richtig Bock, wenn sie auf Messen geschickt werden. Ist immer irgendwie ein bisschen trocken, ein bisschen langweilig. Und wir dachten, es muss ja möglich sein, spannende Inhalte zu kombinieren mit einem Festival-Aspekt. Und das ist bis heute so. Bei uns gibt es von 9 bis 18 Uhr Inhalte und von 18 bis 0 Uhr ist die Party, die gerne mal ausufert mit Live-Acts und Konzerten und Co. Genau. Was man in so einem Aftermovie immer sieht, das ist alles Glanz und Glamour und alles sieht möglichst cool aus. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir damit jetzt irgendwie frei von Kopfschmerzen waren. Und das bringt uns so ein bisschen zum eigentlichen Thema unseres Vortrags. Wie eingangs schon erwähnt wurde, ist OMR extrem schnell gewachsen, nicht nur personell, sondern auch auf der Produktebene. Und ist in der Hinsicht zu schnell gewachsen, als dass die ganze Markenarchitektur, die Strategie dahinter nicht mitziehen konnte. Und vor ungefähr 2,5 Jahren haben mein Team und ich so ein bisschen festgestellt, dass die eigenen Mitarbeitenden die Marke nicht mehr erklären können. Und das ist ja nicht nur ein Warnsignal, das ist eigentlich schon eine absolute Red Flag, soweit sollte es gar nicht kommen. Und haben dann da gemerkt, dass wir danach steuern müssen. Und wusste aber von Anfang an auch, dass wir das nicht alleine können, weil es ist immer gut beraten, wenn man sowas einen externen Partner dabei hat. Und da hatten wir uns an Arndt Benedikt gewendet, die wir schon kannten, mit langer Agenturpartner von OMR, haben schon sehr viel für uns gemacht, kennen die Marke, kennen uns, wir wissen, wie sie arbeiten, aber trotzdem haben sie noch einen Blick von außen. Und ich finde, wir haben da in den letzten 2,5 Jahren extrem viel geschafft, was die Marke OMR angeht. Was da genau passiert ist, überlasse ich aber Falco, weil das ist am Ende die Leistung seines Teams. Ich kann nur stolz darüber berichten. In dem Sinne, Falco, einmal an dich. Danke, Markus. Ja, das war ein Prozess, den wir 2022 gestartet haben. Und wir sehen hier mal auf dem Screen, wie die visuelle Landschaft von OMR aussah, bevor wir diesen Prozess gestartet haben. Und hier wird ja gleich sehr, sehr deutlich, was für eine Inkonsistenz in dieser Markenerscheinung gegeben ist, wie wir hier auch, diese Marke kann hier alles sein, sie kann auch nichts sein, das ist einfach mit dem Wachstum und den ganzen, mit der wachsenden Anzahl an Touchpoints zerfledderte das Erscheinungsbild. Und da sind, für uns waren hier zwei wichtige Dinge, die bei uns in der Arbeit, in der täglichen Arbeit wichtig sind, waren hier nicht gegeben. Zum einen ist es die Konsistenz, dass wir einfach alle Markenbausteine darauf ausgerichtet haben, dass sie miteinander im Einklang stehen, dass sie sich ergänzen und sich nicht widersprechen. Und der andere wichtige Punkt ist die Kontinuität, dass wir es auch gewährleisten können, dass wir diesen erzielten Standard auch über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten können, dass wir die Pflege implementieren können und dass wir einfach dranbleiben an der Sache. Und das Problem war, dass das gesamte Corporate Design von OMR nicht auf diesen Wachstum der Marke ausgerichtet war, es nicht abbilden konnte. Und wie Julia uns eingangs schon zitiert hat, wir haben es bezeichnet als eine Identität, die unter der Last des Erfolges leidet. Es gibt ja weitaus schlimmere Gedanken, als jetzt für so eine Love Brand, der so viel Liebe entgegenfliegt, etwas zu tun und diese aufs nächste Level zu heben. Und um diese Probleme zu lösen, haben wir uns drei Ziele gesetzt. Das erste ist Ordnung schaffen. Wir wollen Klarheit schaffen durch gestalterische Hierarchien und so Orientierung innerhalb des OMR-Kosmos bieten. Wir wollen die Markenwahrnehmung schärfen. Dafür setzen wir neue gestalterische Impulse, erhöhen die Strahlkraft. Und wenn wir gleichzeitig alle Touchpoints einheitlich bespielen, dann steigern wir auch noch unseren Wiedererkennungswert. Und nicht zuletzt, ganz wichtig auch, wir benötigen eine Arbeitserleichterung im Alltag. Wir brauchen einen Easy-to-Use-Brand-Hub, mit dem wir ganz einfach und zugänglich und leicht zu handhaben, effiziente Umsetzungen im Alltag schaffen, mit dem wir Prozesse verschlanken können, die interne Kommunikation optimieren können und letztendlich auch noch kosteneffizient arbeiten. Und der erste Schritt zur Erreichung dieser Ziele war die Definition einer Leitidee. Unsere kreative Leitidee lautet Navigation durch das digitale Universum. Und diese Leitidee war unser Sprungbrett. Sie hat uns durch diesen Prozess gesteuert. Wir haben alle unsere Handlungen daran ausgerichtet, ob nun gestalterisch oder inhaltlich, oder tun es auch jetzt noch und werden es auch in Zukunft tun. Aber wir haben zwei sehr interessante Punkte in dieser Leitidee. Und das ist zum einen das Universum, beziehungsweise das digitale Universum, und die Navigation.
Und wenn wir uns das Universum anschauen, dann steckt da das Abenteuer drin. Das ist diese ganze Leidenschaft, die Begeisterung, diese emotionale Seite von OMR. Und diese emotionale Seite bespielen wir mit unseren Mustern, mit den Illustrationen, mit den Collagen etc. Auf der anderen Seite, daneben gestellt, haben wir die Navigation. Und das ist das Neue, das Wichtige, was wir benötigen, die Ordnung. Weil Markus ja auch gesagt hat, die Leute wussten schon nicht mehr, wie die Sache aufgebaut ist. Und die Ordnung bespielen wir mit unseren weisenden, mit unseren leitenden Elementen, wie der Markenarchitektur, dem Logo, die typografischen Hierarchien, unsere Systematiken. Und innerhalb dieses Spannungsfeld Abenteuerordnung war es uns dann möglich, alle Bedürfnisse der Marke in einer Toolbox zu vereinen. Bevor ich jetzt hier weitergehe, Markus, du wolltest genau, deine Ergänzung, das war nämlich für uns in dem Prozess auch spannend zu sehen, als Arndt Benedikt uns genau dieses Spannungsfeld definiert hat. Weil das ist im Endeffekt genau das, was wir bei unserem Event, bei dem Festival versuchen zu verkörpern. Wir haben mit dem Abenteueraspekt den Thema Party, was keiner erwarten würde auf einer Businessveranstaltung, und mit Navigation und Ordnung trotzdem die Inhalte, um das zu vereinen. Weil es bei uns immer so das Ziel war, wir wollen nicht, dass nach den 2 Tagen, die ja durchaus anstrengend sind, die Leute in den Bahn oder die Flieger steigen und alle nur einen krassen Kater haben, weil sie zu viel Gin Tonic gesoffen haben, sondern wir wollen auch, dass sie trotzdem, trotz des Katers, das Gefühl haben, dass wir es mitgenommen haben. Und das stellt ganz gut auch diese Herausforderung fürs Festival dar. Deswegen hat das mit der Marke sehr gut einhergepasst. Genau. Und was wir in diesem Spannungsfeld Abenteuerordnung entwickelt haben, wir gehen jetzt gleich schon mal ans Ende der Geschichte und wir zeigen euch unsere Toolbox, wir zeigen das Ergebnis, also unsere Toolbox, die wir zusammen entwickelt haben und mit der wir fähig sind, alle Touchpoints zu bespielen, vom kleinsten digitalen Device bis hin in den Raum, bis zur größten Konferenzbühne Europas. Und dass wir es hier geschafft haben, also diese Marke, die ja auch immer noch an ihrer Vision und ihrer Haltung festhält, dass wir auch geschafft haben, diese lebendige Verspieltheit und auch diesen disruptiven Charakter beizubehalten, aber dass wir es trotzdem auch geschafft haben, sie erwachsener zu machen, klarer und reifer. Und wir wollen uns jetzt diese Bausteine nochmal im Detail anschauen. Wir wollen uns anschauen, was wir gemacht haben und warum wir es gemacht haben, was das für eine Auswirkung hat auf unsere Ziele, die wir uns gesteckt haben. Bevor wir beginnen mit dem Logo. Da rein startest, möchte ich noch eine kleine Anekdote beitragen. Wie ihr viele von euch sicher denken können, so ein komplettes Rebranding anzustoßen, da stößt man nicht nur auf Freude und Zuspruch in so einer 400-Mann-Company. Und sowas bei OMR auch. Ich musste mit meinen Kollegen, die wir das vorangetrieben haben, sehr lange diskutieren, bis wir die Freigabe dafür hatten. Also es ging über 1-2 Jahre. Und ich erinnere mich gut an den Moment, dass ich unserem Gründer Philipp Westermeier gegenüber saß in einem Raum und er dann final das Go gegeben hat und auch das Budget freigegeben hat für dieses doch recht große Projekt. Und er hat zu mir gesagt, Markus, ich bin gespannt, was ihr auf die Beine stellt. Ich traue euch das zu. Ich habe nur eine Bitte. Unser Logo ist unantastbar. Das habe ich mitgenommen, habe ich an Benedikt gesagt. Dann kam die erste Schulterblick-Präsentation und der erste Punkt war neues Logo. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen und war schon mit dem Handy auf der Suche nach einer neuen Agentur. Aber Falco kann ganz gut berichten, was damit passiert ist. Genau. Ist auch nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen das Logo komplett neu. Das ist ja auch das Spannungsfeld, was heute auch schon mal aufgezogen wurde. Evolution, Revolution. Dazu muss man ja auch sagen, zu dem Zeitpunkt war das Zeichen von OMR schon sehr, sehr etabliert. Und das war ja auch beliebt und die Leute haben sich damit identifiziert. Da muss man ja auch schauen, nimmt man etwas weg, womit sich die Leute identifizieren. Aber da das Logo ja doch immer die auf kleinsten Raum komprimierteste visuelle Aussage einer Marke ist, haben wir gesagt, das müssen wir schon auch auf den Prüfstand stellen und nochmal gucken, funktioniert es denn wirklich so? Und siehe da, wenn wir diese markanten Buchstaben von der Sprechblase befreien, wenn wir auch so ein paar Pfade gerade ziehen, dann bekommen diese Buchstaben doch mehr Strahlkraft. Das ist natürlich, wie Markus gesagt hat, das hat, also in dem internen Team hat es nicht so für sehr viel Aufsehen gesorgt, aber der Gründer Philipp Westermeier fand es erstmal überhaupt nicht gut, weil er war not amused, kann man sagen. Und dass man da aber auch sagen kann, die Leute sind ja immer erstmal so erschreckt, wenn sie was Neues sehen. Wenn sie dann aber sehen, das mal zur Seite legen, sich nochmal anschauen, dann können sie sich damit auch anfreunden und wir konnten es natürlich auch begründen. Denn abseits von dem Festival, also findet diese Marke hauptsächlich digital statt. Und so schaffen wir es einfach ganz einfach, wie hier zu sehen, auf kleinstem Raum, sei es dann intern im Slack-Channel oder nach außen auf den Social-Media-Kanälen, geben wir unserem Logo, dem Absender, einfach mehr Strahlkraft.
Das war eine Argumentation. Dazu gibt es natürlich auch, was vorher im Briefing verankert wurde, dieses mehr Reife reinzugeben, mehr Klarheit reinzugeben in das Erscheinungsbild. Und letztendlich war auch noch die Tatsache, es war vorher auch schon da. Das Logo wurde, ähnlich wie hier, diese CXI-Buchstaben, nur ungefähr 2 bis 3 Mal so groß, stehen diese Buchstaben ohne Sprechblase immer vor den Hamburger Messehallen, wenn das Festival stattfindet. Und mit diesem Logo haben wir auch mit dieser Klarheit die Grundlage für unsere Markenarchitektur aufgezeigt. Und die Markenarchitektur ist in dem Sinne jetzt für den OMR-Prozess so wichtig, weil es ein sehr, sehr starker, ordnungsgebender Moment war. Und wir sehen uns hier einfach mal an, wie die Logos bei OMR aussahen, bevor wir da jetzt reingegangen sind. Das ist, wir haben hier, wie man im Fachjargon sagt, gestützte Marken, gestützt, weil sie alle zwar auf die Dachmarke abstrahlen, aber nicht untereinander abstrahlen. Es war auch eine organisch gewachsene Markenarchitektur. Es ist eigentlich so passiert, es wurde immer wieder ein neues Logo gemacht, ohne darüber nachzudenken, was man aussagen will. Und es war auch nicht erkennbar, ob wir jetzt hier ein Markenlogo oder ein Produktzeichen haben. Also haben wir erstmal einen Workshop gemacht, haben einfach alles mal neu sortiert, wie es am besten wahrgenommen werden sollte oder wie es auch nach Empfinden von OMR passieren sollte. Und dann haben wir entsprechend unseres Storytellings ein Modell aufgezogen, also unseres Storytellings vom digitalen Universum und haben ein Modell von 5 Orbits aufgezeigt. Im ersten Orbit finden wir hier die Dachmarke. Innerhalb dieses Prozesses kam es dann auch, also es klingt jetzt gerade alles, als sei das so hopp, hopp, hopp passiert, aber es waren doch sehr, sehr viele Diskussionen immer dazwischen, dass zwischendurch dann auch diese klare Ansage dann kam von Philipp Westermeier, nachdem er sich auch sehr mit diesem Logo identifizieren konnte, dass die Dachmarke auch stärker strahlen soll und alle weiteren Marken sich dem unterordnen sollen. Somit haben wir dann im zweiten Orbit die gesamten Submarken im Branded House Ansatz angeordnet, haben die visuell gleichgeschaltet, haben sie in Einklang gebracht. Wir haben sozusagen diesen organischen, pluralistischen Ansatz in einen monolithischen überführt. Und das hat zum Vorteil, dass wir zum einen die Wiedererkennung haben. Wir wissen sofort, wenn es sich um eine Submarke handelt. Wir können Synergieeffekte aufzeigen, weil die Marken auch untereinander abstrahlen. Und so ist es für uns dann auch kein Problem, dass wir zum Beispiel OMR Reviews und OMR Education zusammen bei einem Angebot als Absender einsetzen können. Im dritten Orbit finden wir dann die Produkte. Die Produkte sind den Submarken untergeordnet, orientieren sich auch visuell an den Submarken, allerdings weniger präsent, weil sie halt im dritten Orbit sind, untergeordnet. Und im vierten Orbit finden wir dann eigenständige Submarken. Diese eigenständigen Submarken befinden sich auch immer noch in den Corporate Design Hierarchien von OMR, haben aber mehr Eigenständigkeit, da sie doch in der Zielgruppenansprache und vom Angebot her weiter weg sind von der Dachmarke als zum Beispiel die Submarken. Hier sieht man auch, es ist das alte Logo von Podstars und hier auch der Banner Under Construction. Ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten Wochen endlich dieses Logo zeigen können. Das ist tatsächlich die größte Baustelle in diesem ganzen Prozess seit einer ewig langen Zeit. Und im Orbit 5 finden wir dann unsere Satelliten. Und die Satelliten sind eigenständige Marken. Die haben ihr eigenes Corporate Design. Sie haben auch ihr eigenes Themenfeld. Future Moves zum Beispiel behandelt neue Mobilität. Finance Forward hat die Finanzwelt, Fintechs. Und diese eigenständigen Marken sind nur noch durch einen Deskriptor in Beziehung zu OMR zu setzen. Was jetzt das Besondere für OMR an dieser Markenarchitektur ist, also wenn wir das jetzt, uns jetzt hier anschauen, dann ist es das, was Markus eingangs erzählt hat. Man konnte gar nicht mehr erklären, wie OMR aufgebaut ist und dass wir es hier geschafft haben, die Struktur des Unternehmens sichtbar und begreifbar zu machen. Und das ist ja, dass wir hier so ein Regal geschaffen haben. Also man schaut sich einen Gegenstand an, schaut, wie ist der welche Eigenschaften hat er, welche Funktionen hat er, okay, er gehört in dieses Fach und deshalb muss er so und so aussehen. Kurz die Checkliste, wir haben uns in dem Prozess immer wieder vergegenwärtigt, haben wir unsere Ziele erreicht, haben wir es geschafft, Ordnung zu schaffen, würde ich jetzt mal sagen, ja, definitiv. Ja. Die Markenwahrnehmung haben wir auch geschärft, weil wir ganz klar den Wiedererkennungswert gesteigert haben. Und dadurch, dass jeder weiß, wie welche Sachen zu behandeln sind, also dieses Regalsystem, hat man natürlich auch eine Arbeitserleichterung. Damit springen wir zu einem am meisten diskutiertesten Asset unseres Corporate Design, der Schrift.
Also es ist da, vorhin haben wir schon gesagt, es gab viel Aufschrei bei dem Thema Logo. Das war gar nichts im Vergleich zu dem Prozess, den wir mit der Schrift hatten. Man muss natürlich da erstmal am Anfang auch fragen, warum überhaupt eine eigene Schrift? Welche Vorteile haben wir dafür, damit? Und es ist halt so, dass die OMR vorher die Futura als Schrift hatte, also wunderschöne, alte, sehr bekannte Schrift, aber halt zu bekannt. Das ist eine Schrift, die sehr austauschbar ist, dadurch, dass sie ja doch einfach auf jedem zweiten Screen zu sehen ist. Und gerade dieser Punkt Eigenständigkeit, den wollten wir herausarbeiten und auch noch mit Ordnung reinbringen. Und wir haben jetzt drei Schriftschnitte im ersten Schritt entwickelt. Aktuell gibt es noch Bestrebungen, entweder eine variable Font zu machen oder auch vielleicht nur vereinzelt weitere Schnitte, um zum Beispiel mit dem Schnitt Medium bestimmte digitale Assets besser nutzen zu können. Aber der Grundgedanke war auch, warum wir am Anfang gesagt haben, wir machen drei Schnitte, ist die Nutzbarkeit. Dass wir bei OMR waren alle 16 oder 20 Schnitte der Futura erlaubt und dadurch wirkte es dann natürlich auch dieses sehr, sehr wuchernde Erscheinungsbild und dass wir hiermit einfach die Nutzbarkeit auch eingebaut haben für Leute, die nicht mit den klassischen Designprogrammen arbeiten, dass sie halt auch mit diesen Schriften umgehen können und dass wir diese Schriften auch aufgebaut haben im Spannungsfeld Information, Inspiration, das ist ganz klar, mit der OMR Sans gehen wir auf Fließtexte, auf kleine Texte, wir können mit der OMR Sans Bold ein paar Auszeichnungen, Vorlauftexte vornehmen, um dann sehr plakativ mit der OMR Sans extra bold, vorrangig in Großbuchstaben dann die Headlines oder Call-to-Action-Buttons zu bespielen. Und auch wir sind auch bei der Schrift auch auf die Bedürfnisse von OMR eingegangen, weil wir uns die Konstruktion angeschaut haben. Die Futura, die ja jetzt keine gute lesbare Schrift ist, dadurch, dass sie immer die schmalen Buchstaben hat, dann wieder die breiten Buchstaben, dass sie im Grunde auch eine geometrisch konstruierte Schrift ist, haben wir geschaut, dass wir hier eine Schrift mit einem organischen, harmonischen Schriftbild schaffen und auf denen die Buchstabenbreiten aufeinander abgestimmt sind und auch ganz wichtig, dass wir die X-Höhe erhöhen. Die Futura hat eine sehr kleine X-Höhe, wir haben hier die X-Höhe sehr hochgezogen und das ermöglicht uns gerade natürlich auch an den digitalen Devices, dass wir die Schrift einfach auf kleinem Raum auch kleiner setzen können und dadurch halt platzsparend sind. Wir haben dann geguckt, okay, dass auch die Gegenformen, die Öffnungen sich gut eignen, dass wir dadurch die Lesbarkeit erhöhen, dass das L nicht nur ein Grundstrich ist, sondern auch klar als L erkennbar ist. Das gleiche bei dem T, dass es nicht nur ein Kreuz ist. Und wir wollten natürlich auch noch diesen disruptiven Charakter von OMR reinbringen und haben dann so leichte Verschiebungen reingebracht, ohne jetzt die Lesbarkeit zu vernachlässigen. Und so haben wir es dann geschafft, dass wir sowohl für die informativen Zwecke, also wenn es um die Vermittlung von Inhalten geht, wie auch für die plakativen Zwecke, wenn es darum geht, Aufmerksamkeit zu generieren, dass wir dieses Spannungsfeld abdecken können. Genau, den Abschluss zu dem Thema. Was mit unserer Freundin Kim. Da war Kim. Ich zu schlecht. Falko hat ja schon erwähnt, dass das bei uns intern kein leichter Prozess war, das durchzubekommen, weil das bei uns nicht nur eine Website betrifft, sondern wir haben viele analoge Produkte, digitale Produkte. Das geht wirklich in jede Phase des Unternehmens und der Marke. Deswegen gab es natürlich viel Gegenwind und wir haben versucht, mit dem Team intern da Argumente zu sammeln für jedes eigene Produkt, für jedes Department, um die zu überzeugen, was die davon haben, was denen diese Schrift bringt, wo die am Ende davon profitieren können. Hat alles nichts gebracht. Und am Ende war ich schon kurz davor zu denken, das klappt nicht mit der Schrift. Und dann haben mein Team und ich den trockensten Weg gegangen und haben einfach mal durchgerechnet, was denn bei steigender Firmengröße und Einsatzzwecken, wie denn die Lizenzkosten für unsere aktuelle Schrift, die nicht unsere eigene ist, über die nächsten 5 bis 10 Jahre aussehen, haben dann festgestellt, hoppla, ist sogar wirtschaftlicher, wenn wir jetzt eine eigene entwickeln lassen für 10 Jahre. Und das war am Ende das Totschlagargument. Damit war das Meeting nach einer Minute beendet und wir haben eine eigene Schrift bekommen. Und mit den eingesparten Kosten wurde dann Kim Kardashian in diesem Jahr bezahlt. Und Markus hat mir aber die ganzen Jahre so eine Sache verschwiegen,
Und ich habe nämlich diese Vermutung, warum er sich so sehr, sehr ins Zeug gelegt hat für diese Schrift, also dass wir eine eigene Schrift machen, dass es einen Schriftwechsel bei OMR gibt, ist, dass Markus halt ein leidenschaftlicher HSV-Fan ist und dass ich glaube, dass er es einfach nicht ertragen konnte, dass er in einem Unternehmen arbeitet, das die gleiche Hausschrift hat wie der FC St. Pauli. Ja, das ertappt. Lass uns nicht darüber sprechen, bitte. Alles klar, ich behalte es für mich. Die Checkliste, auch hier wieder gucken. Die Ordnung, wir haben die Ordnung geschaffen durch die Nutzbarkeit, dass wir jeder Schrift eine Funktion gegeben haben, dass wir klare typografische Hierarchien und Anwendungen vermerkt haben. Wir haben die Markenwahrnehmung gestärkt, ganz klar durch diese Eigenständigkeit, die eine eigene Schrift mit sich bringt. Und auch wieder durch diese ganze Nutzbarkeit und die ganzen das Regelwerk haben wir auch eine Arbeitserleichterung im Alltag geschaffen. Und wir haben natürlich auch kosteneffizient gearbeitet, dadurch, dass es Kosten einspart. Das waren jetzt alles auch sehr stark ordnende Elemente. Wir wollen uns jetzt nochmal eine Sache anschauen, die wir, mit der wir sehr stark in das Abenteuer gehen bei OMR. Und so haben wir geschaut, wie können wir auch nochmal neue Impulse setzen, was wir uns gezielt haben. Wir wollen auch mal wieder überraschen, brauchen dazu aber auch lebendige Elemente. Und so haben wir ein neues Illustrationskonzept für OMR entwickelt. Wir haben hier in verschiedene Richtungen exploriert, haben dann aber auch ganz klar gesagt, wir brauchen eine grafische Form, die neben den Collagen und den Fotos gut funktionieren kann, und haben auch hier mit den Themen gespielt, die das digitale Universum bietet. Zum einen natürlich halt Universum durch Raumfahrt, durch Weltall. Wir haben die Digitalität durch Browserfenster, Smartphones, digitale Komponenten. Wir haben das Thema Influencer-Marketing und Marketing durch Essen, durch Tiere spielerisch aufgegriffen. Es finden sich immer wieder schöne, leicht verständliche Übersetzungen, wie hier das Einhorn für den Unicorn-Status eines Tech-Unternehmens. Und auch diese Sachen sind unheimlich gut angekommen bei allen. Aber auch dort war dann jetzt die Frage wieder, wie können wir das denn gut im Alltag umsetzen? Wir können ja nicht jedes Mal, wenn wir mal schnell kurz eine Illustration brauchen, einen in Auftrag geben, weil das Geschäft bei OMR oft sehr, sehr schnell da muss innerhalb von einem halben Tag gewisse Sachen umgesetzt werden. Somit haben wir dann unser Illustrationskonzept in einen Baukasten umgewandelt. Ähnlich wie Lego, wie Kinderspielzeug, haben wir einen stetig wachsenden modularen Baukasten entwickelt, mit dem wir ganz einfach und auch sehr spielerisch und spaßig vor allen Dingen neue Visuals, Motive zusammenbauen können. So zum Beispiel, wenn wir uns diese Motive hier anschauen, dann haben wir hier im Hintergrund das Browserfenster, wir haben den Oberkörper einer Person und drei wechselnde Köpfe. Das können wir unterschiedlich einfärben und bekommen so ein ganz einfach zu nutzendes System. Ebenso wie hier eine Handvoll von Elementen, die wir uns raussuchen können aus unserem Baukasten. Die findet man auch in dem Brand Hub einfach durch eine Suchfunktion, kann man eingeben und dann nach bestimmten Sachen suchen. Die Sachen sind verteckt, dann kann man die sich runterladen und kann sie dann zusammenbauen. Und so schaffen wir es einfach durch Skalierung, Drehung, Einfärben und Beschneiden von einigen Elementen, in diesem Fall drei wunderschöne Visuals zu schaffen. So schaffen wir es, sehr, sehr plakative Sachen zu entwickeln oder auch wirklich richtig detailreich ganze Szenarien zu entwickeln. Und diese lassen sich natürlich auch alle animieren, neu zusammensetzen. Also hier sind der Fantasie und dem Spieltrieb keine Grenzen gesetzt. Auch hier wieder zurück die Checkliste, haben wir für Ordnung gesorgt. Ja, es gibt ein klares Regelwerk, wie diese Sachen zu nutzen sind. Haben wir der Markenwahrnehmung geholfen? Ja, es ist ein unheimlicher Schub gewesen. Intern sind die überall gut angekommen. Jetzt auch, wenn es Feedback gibt auf das Festival, wo man überall diese Sachen schon sieht, auch im Alltag bei Anzeigen etc. Also absolut zur Steigerung der Markenwahrnehmung. Und wir haben natürlich auch eine Arbeitserleichterung durch diesen modularen Baukasten. Da das Nächste, was halt kommt, ist die KI, was noch leichter wird. Kommen wir nochmal zu einem schönen Projekt, also zu einem schönen Punkt. Da übergebe ich an Markus. Genau, etwas unromantischer, aber nicht
minder wichtig. Ist ja auch kein Geheimnis, dass wir bei OMR sehr abhängig sind von starken Partnern, von Brands, die uns helfen, so ein Event wie das Festival umzusetzen oder auch bei allen anderen Marken und Produkten sind wir natürlich sehr auf Partner angewiesen, die dann berechtigterweise natürlich auch ein bisschen Sichtbarkeit brauchen. Das heißt, wir hatten immer die letzten Jahre die Herausforderung, wie kriegen wir Fremdmarken in unsere CI integriert, ohne dass mich unser Head of Design köpft. Und das war in der Vergangenheit, hat sich für uns immer ein bisschen angefühlt wie ein Fremdkörper. Hier mal ein Beispiel vom alten Design. Vodafone, unsere Freunde aus Düsseldorf, unser größter Partner, die haben immer sehr viel Sichtbarkeit logischerweise. Und da haben wir auch zu Arndt Bendig gesagt, wir brauchen irgendwie eine Lösung, ähnlich wie die anderen Systeme, Baukastensysteme, wie Partner so einbinden können, dass es ein bisschen natürlicher wirkt. Und haben da den Ansatz gefunden, den ich persönlich sehr schön finde. Wir haben jetzt, glaube ich, genannt CI Colors plus X. Also X ist die Variable immer einer CI Color von dem entsprechenden Partner, die wir dann einfach durch das neue Design ein bisschen angenehmer einbauen können und dann ein bisschen flexibler sind und trotzdem jetzt nicht den Partner irgendwie unglücklich machen, weil man sieht auch hier, die haben fast noch mehr Sichtbarkeit als früher. Aber für uns fügt sich ein bisschen besser in die eigene CI an. Und um zu zeigen, dass das als Baukastensystem funktioniert, haben wir das mal für heute ein bisschen angepasst. Es würde mit dieser funktionieren. Zeiss ist ja auch hier. Böhringer Ingelheim. Also wer auch immer das jetzt sieht von euch und sich denkt, das sieht ja cool aus, ihr könnt gerne auf mich zukommen nach dem Vortrag. Genau. Ist alles möglich. Genau, aber das war für uns, wie gesagt, eine Lösung, die sehr gut funktioniert hat, jetzt auch schon seit letztem Jahr. Und ja, damit sind die Partner happy und wir, deswegen gute Arbeit. Danke, danke, das hört man doch gerne. Genau, auch hier, auch bei der Farbgebung, bei diesem Farbkonzept können wir natürlich wieder ganz klar sagen, die Ordnung haben wir eingehalten. Wenn wir nochmal zurückgehen würden zu diesem, wie sah es 22 noch aus, dann die Markenwahrnehmung haben wir dadurch natürlich auch gestärkt. Wir stärken dadurch natürlich auch gleichzeitig die Partnerfirmen, die dann ja auch doch präsenter sind, als wenn sie jetzt verschwommen in einem Hintergrundbild mit integriert sind. Und auch hier wieder, dadurch, dass es ein Regelwerk gibt, ist es natürlich eine Arbeitserleichterung. Und wir haben auch noch viele andere Assets in diesem Prozess bearbeitet. So haben wir Musterwelten geschaffen, in die wir reinzoomen können, um einfach diese ganzen Hintergründe für unsere Visuals zu entwickeln. Wir haben das Farbkonzept aufbereitet, also wir sind bei den alten Farben geblieben, haben die aber in der Farbtiefe angeglichen, haben darauf geachtet, dass sie barrierefrei werden, also haben sehr, sehr viel aufgeräumt, ohne die DNA der Marke zu verändern, sondern dass wir mehr geschaut haben, wie können wir dieses weiterentwickeln, also aufräumen, aussortieren, weiterentwickeln. Und diese ganzen Bausteine, die wir haben, die zeigen wir euch jetzt gerne hier noch in dem nächsten Film.
Du hast ganz schön oft eure URL eingebaut, sehe ich gerade. Bitte? Du hast ganz schön oft eure URL eingebaut. Ja, da hast du recht. Ich werde auch morgen mal checken, wie viele Leute drauf waren. Genau, wir haben jetzt noch ein paar Takeaways nochmal mitgenommen. Also was verbinden wir mit diesem Projekt? Was haben wir hier mitgenommen? Wie können wir das runterbrechen? Und das eine ist halt bei diesem Projekt OMR, was war einfach ganz wichtig, dass man einfach mal so schaut, stellt das Design auch die Persönlichkeit der Marke dar? Ist es eine Übersetzung der Verortung? Dass man einfach sich erstmal mit sich selbst beschäftigt und guckt, passt das Outfit, was ich anhabe? Und dass man dann schaut, unsere Zielgruppe, passt das Design auch zu unserer Zielgruppe, spricht es diese entsprechend an? Ist es auch darauf ausgelegt, dass wir an den Punkten, wo wir mit unserer Zielgruppe in Berührung kommen, auch darauf ausgelegt, dass wir dort alles abdecken können? Ich erinnere an den ersten Screen des wild wuchernden OMR-Designs von 2020. Und das Wichtige ist auch, können wir diesen Zustand halten? Ist eine Pflege geregelt? Denn ein Corporate Design kann noch so schön sein, es kann die schönsten Regeln haben. Wenn man nicht fähig ist, das in den Alltag zu implementieren und umzusetzen und diesen Zustand zu halten, dann bringt es auch nichts. Markus. Richtig. Und auch aus Brandsicht hatten wir so ein paar Erkenntnisse, die uns davor nicht unbedingt bewusst waren. Manche klingen jetzt vielleicht ein bisschen offensichtlich, aber waren doch die wichtigsten für uns. Wir haben halt sehr stark gemerkt, wir müssen erst intern dieses Verständnis schaffen für die Marke selbst und für diese ganzen Maßnahmen. Wir haben es am Anfang mit einem echt sehr gut besetzten Kernteam versucht durchzubringen, hat alles nicht funktioniert, weil solange nicht wirklich das letzte Produktdepartment verstanden hat, warum wir das tun und was es uns bringt, wird es am Ende nur zäh und auch nicht funktionieren. Und genauso daran angeknüpft haben wir einfach gemerkt, dass wir die internen Stakeholder am ehesten über Visualität überzeugen. Das heißt nicht über das Erklären der Maßnahmen, der Fakten, sondern ich weiß nicht, wie viele Millionen Mockups Arndt Benedikt bauen musste für alle Produkte, alle einzelnen Touchpoints, die wir haben, weil das einfach extrem geholfen hat, den Leuten das darzubieten, zu zeigen, was bringt uns diese neue Ordnung, wo ist denn wirklich der Vorher-Nachher-Unterschied. Und der letzte Punkt, der war für mich persönlich der wichtigste, auch wenn das wahrscheinlich offensichtlich ist, man darf keine Angst davor haben, dass es ein Marathon ist. Wir sind letztes Jahr am 10. Mai an den Start gegangen mit dem neuen Rebranding und es ist heute noch täglich Thema bei mir, weil das, um das zu implementieren in so einer Company, wir sind jetzt einfach gesagt nur 400 Leute, die sind ja heute viele Leute von Firmen oder Brands, die deutlich größer sind. Selbst bei uns ist das ein sehr, sehr langer, anstrengender Prozess, das überall anzubringen, bis wirklich jeder das durchsetzt. Und da spreche ich jetzt nur von internen Partnern, wir sind noch lange nicht bei unseren Kunden und Presse angekommen. Die verwenden alle noch das alte Logo teilweise. Also es ist noch ein langer Prozess, dessen muss man sich bewusst sein, dass man dafür einfach die nötigen Kapazitäten freimacht und auch bereit ist, diesen langen Weg zu gehen. Für uns ist es jetzt schon Erfolg, dank Arndt Benedikt, und ich glaube, in ein, zwei Jahren, wenn das komplett durchgesetzt ist, werden wir darauf zurückgucken und es wird sich auf jeden Fall gelohnt haben. Genau, hier nochmal ein kleiner Überblick. Ein paar davon Leuten sind auch hier, deswegen haben wir das natürlich nicht zu zweit gemacht. Sehr großes Team von Arndt Benedikt, die daran gearbeitet haben, wirklich lange. Und wir sind sehr stolz, dass wir mit euch machen konnten, sind sehr, sehr glücklich mit dem Ergebnis, haben auch bisher gutes Feedback bekommen. Wir hoffen, dass es heute jetzt nicht anders. Genau. Ja, ich möchte natürlich an dieser Stelle auch meinem Team, meinen ganzen KollegInnen danken für diesen Einsatz bei diesem Projekt. Wie Markus es gerade gesagt hat, wir stehen hier, wir haben das repräsentiert, aber wir haben es nicht allein geschaffen. Also, dass wir auf beiden Seiten ein Kernteam hatten, das kontinuierlich an diesem Projekt mitgearbeitet hat. Das war's. Danke.